Hey Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Spiel. Ich wollte einfach mal was Neues austesten. Wir haben es 2 Uhr nachts und ich hatte keinen Bock mehr auf Minecraft. Da habe ich mal ein bisschen bei Steam rumgeguckt und dieses Spiel gefunden bei kostenlosen Spielen. Das scheint so eine Demo zu sein und es macht irgendwie mega Fun. Es ist richtig schwierig, also ich finde es persönlich richtig schwierig. Ich erkläre es euch kurz, wie es funktioniert. Tutorial, man kann den kleinen Typen hier bewegen mit der Maus. Wenn man gedrückt hält und in eine Richtung zieht, schießt er einen Strahl und macht damit Schaden. Und wenn man die Taste wieder losdrückt, teleportiert man sich dadurch auch gleichzeitig. Man hat insgesamt 4 Leben quasi, also man kann 3-mal getroffen werden, beim 4. Mal ist man dann tot. Die ersten beiden habe ich schon geschafft, die sind ein bisschen einfacher. Dann gibt es hier noch den Berserker, den möchte ich jetzt im Video versuchen zu schaffen und vielleicht noch das hier oben. Das sind alle 3 Bosse zusammen, das ist extrem schwierig, aber die Bosse sind dann nochmal ein bisschen leichter. Aber ich kann euch nochmal ganz kurz zeigen, wie das funktioniert bei dem einfachsten hier. Man ist dieser kleine Typ und hier ist jetzt dieser Boss, man macht mit dem Strahl Schaden und muss diesen ganzen Teilen ausweichen und wenn man da habe ich direkt 2 Schaden gekriegt. Wenn man loslässt, wird man teleportiert. Ja, ihr seht schon, ich bin fast tot und unten, ja, okay, das war's. Unten, hier unten in dieser Leiste sieht man dann auch noch, wie viel Leben der Boss hat. Und jetzt mal gucken. Okay, fängt schon mal gut an. Der ist nämlich ein bisschen unberechenbarer. Da muss man ein bisschen auf Abstand gehen und dann schießt er auch noch so komische Pfeil. Oh, da habe ich jetzt rausgetappt, mir sehr leid. Aha. Man muss sich am besten. Oh, Junge, der ist so unberechenbar. Ohne Witz. Jetzt charged er. Immer wenn er sich so auflädt, dann fängt er an zu chargen. Manchmal charged er auch einfach instant, nachdem er seine Pfeile geschossen hat. Das ist ein bisschen dreist. Oh. Nein! Oh, ich tapp. Ich drück zu oft raus. Ich muss das gleich mal ausstellen. Ja, oh, ja, okay, das war's, okay. RIP. Hey, der ist so unberechenbar. Oh, jetzt hat er Bock. Und Charge, ja. Und jetzt geht's schon wieder los. Ach, fuck. Oh, wo muss ich denn, was soll ich machen? Junge, chill. Ja, ich bin eh fast tot. Was hast du vor? So, normal geht er nicht so auf die Nähe, außer er charged, sonst hält er sich eigentlich immer zurück. Ah, fuck. Nein, geh weg. Das war ein ganz unheimlicher Charge. Alter, oh mein Gott, das sieht richtig gut aus gerade. Ich habe noch alle Leben. Aber die kann man noch alle auf einen Schlag verlieren. Aber am Ende geht er nochmal so in eine bisschen aufgedrehtere Phase, wo er dann absolut abgeht. Das ist anscheinend jetzt gerade der Fall. Nein! Ich wurde einmal getroffen. Oh mein Gott! Reaction ist da. Komm, oh nice, wir haben es, Alter. Puh, da sitze ich jetzt eigentlich auch schon so 15 Minuten dran oder so. Jetzt nicht im Video, schon davor. Und jetzt gibt es noch den Final Boss. Den machen wir jetzt auch noch, würde ich sagen. Weil das ging jetzt ja irgendwie recht schnell. Und den erreicht man, wenn man hier oben drauf klickt. Und jetzt kommen alle 3 Bosse zusammen, was extrem übertrieben ist. Weil alles auf einmal kommt. Die Bosse sind ein bisschen geslowt und alles, wie es scheint. Aber es kommt halt echt alles auf einmal. Oder mache ich 2 gerade guten... Fuck, Junge. Ach du Kacke. Ich glaube auch. Muss ein bisschen nach oben. Fuck. Das überfordert mich so hart, aber es ist machbar. Oh, Junge, was zum... Das ist so viel. Es kommt... Also, nochmal kurz zum Zusammenfassen. Es kommt von dieser Seite eine Wand. Es kann von dieser Seite eine Wand kommen. Es kommen von unten Strahlen und es können noch diese dicken Wände, die sich so bewegen, kommen. Und dann gibt es noch diesen Kreis oben. Das sind die Dinge, die so groß und fest sind. Dann gibt es noch so einen kleinen Kreis, der einen verfolgt. Die Bullets von dem Typen, das Messer und die Pfeile von dem hier und ich glaube, das war es dann auch schon, ja. Okay, komm, das schaffen wir. Wie gesagt, ich glaube, das ist nur eine Demo. Vielleicht kaufe ich mir das Spiel. Alter, was... Och, Digga, da... Nee. Ich vergesse halt auch immer diese Funktion des Teleportierens und teleportiere mich meistens immer in die Gegner rein, immer. Bro. Okay, komm. Mmh.
Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich fasse dich. Oh mein Gott, das war klug. 2000 IQ Play. Oh mein Gott, da kommt... Nein! Fuck! Man kann auch was von der Seite... Nein! 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 Ich habe nicht gesehen, wie viele Leben die hier noch hatten. Aber ich glaube, Hälfte waren die. Hälfte, Alter. Hälfte erst, Mann. Ich brauche noch mal so viele Herzen, Alter. Nein, 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 gerade sieht's gut aus. Nein! Fuck. Gerade saß. Hör doch auf zu schießen, Junge. Hört doch alle auf zu schießen. Ihr übertreibt schon wieder. Nein, 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 nein. Fuck. Oh mein Gott, die sind so low, ne? Nein! Oh, scheiße. Aber einen zu hitten, das macht... So wenig... Na, fuck, so wenig Schaden! Ich muss sie gleichzeitig treffen, aber es geht nicht. Der Anfangsschaden ist aber meistens immer ziemlich nice. Und im Endeffekt muss ich mir nur... Wenn ich es mir so recht... Och, ich weiß echt nicht, wo ich hingehen soll. Ja, es ist durch, oder? Ja. Im Endeffekt ist dieser eine Typ, dieser hier, immer in der Mitte. Das heißt, ich muss mir einfach nur... Ankerpunkt finden, womit ich mindestens ihn und noch jemand anderen treffe. Das sollte meine Mission sein. Digga, da kann man jetzt echt nichts machen. Mit so einem Start. Ja, komm, das ist ein ganz schlechter Start gewesen. Ja. Also den Pfeilen kann man echt nicht ausweichen, die sind zu schnell. Dann kommt da unten schon scheiß Strahlmann. Gleich kommt noch einer. Das weiß ich doch. Von überall. Ja, und dann kommt da wieder die Wand. Und dann kommt von oben wieder so ein komischer Kreis. Und da die Wand. Und dann die eine Wand, die sich immer rumschiebt. Ich glaube auch. Junge, wohin soll ich gehen? Schon wieder! Da kam... Das ist unmöglich, Mann! Es kam von der Seite die Wand. Es kam von der gleichen Seite auch nochmal dieses Drehteil. Dann kam dieses runde Ding hier. Und von der... Digga. Nee. 15 Sachen gleichzeitig. Junge, ich kann es nicht besser timen, weil wenn ich mir schon direkt loslasse, dann geht er in die andere Richtung, da genau, wo ich ihn nicht hinhaben will. Meine Fresse. Ja, und dann hittet er mich natürlich wieder direkt. Warum auch immer. Oh mein fucking Gott, hab ich's geschafft. Boah, war das schwer, Mann. Alter. 45 Minuten hat das gedauert. What the fuck? So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist mal ein bisschen ein anderes Video. Vielleicht schaffen wir 30 Likes. Dann kommt irgendwie, wenn ich was Cooles finde, auch mal was anderes als Minecraft. Falls ihr das nicht so cool findet, dann schreibt es einfach in die Kommentare, lasst es mich wissen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Ohne Zahn. Ciao, ciao.